Warum nicht dir? Ihr geht besser. Na los, raus! Zwei Menschen verlieren oder einen Menschen verlieren? Ja, bitte. Alex? Hey. Scheiß auf diese Typen. Ja. Alles okay? Für den Moment. Im Moment. Mal sehen, wie lange es anhält. Du musst dich nicht zusammenreißen. Danke. Willst du... Ich habe nicht aufgeräumt, aber... Willst du reinkommen? Klar. Wohl reinkommen, meine liebes Nest. Okay, am Ziel vorbeigeschossen. Du spielst Gitarre? Früher, die war ein Geschenk. Ja, schon. Die war ein Geschenk. Von Gabe. Cool. Gabe wollte mich mit seinen Wheelies vom Plattenladen immer zum Lachen bringen. Hat nie geklappt. Dann hat er sich gemault. Das war lustig. Abgemault, eigentlich. Right? Gabe wollte diese Lab-Sache für Ethan durchziehen. Aber am Ende war er viel aufgeregter als alle anderen. Ich hätte so gern gesehen. Ja. Das hier ist vom letzten Jahr. Wir... Nicht dein Ernst. Das glaube ich nicht. Was? Er hat sie echt behalten. Dieser Arsch. Tut mir leid. Gib mir eine Minute. Na klar. Kein Problem. Na klar. Wir gucken jetzt erstmal mit unserer Special... Beruhig dich, Alex. Du kannst das. Du kannst das. Wir gucken jetzt erstmal mit unserer Special... Woran auch immer diese Flasche sie erinnert hat, macht sie fertig. Ob ich ihr auf die gleiche Art helfen kann wie Ethan? Wahrscheinlich. Ich muss ihre Traurigkeit fühlen, um herauszufinden, wie ich ihr helfen kann. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, ne? Also eben... Bei der Aktion, dass er das Seil da durchgeschnitten hat. Ich meine, eigentlich die dicksten Eier, ne? Irgendwo. Aber ich meine, ganz ehrlich, schneid mal so ein Seil durch. Ne? Du entscheidest in dem Moment. Zwei Menschenleben verlieren oder eins retten. Das ist hier eine fucking Raid-Situation. Was erlaubst du dir? Ubi, danke für dein Raid. Ich halte hier gerade einen Monolog zu dem eben Erlebten. also auf jeden Fall, ich finde, er hat da richtig gehandelt. Und ich bin gespannt, wo das Ganze noch hinführt. Weil wenn da jetzt wirklich kein Anruf eingegangen ist, also dieser Mac-Typ, also Sus over 9000, also hu. Ah, übel. Wollen wir mal gucken,
Was sie jetzt hat. Oder welcher Knopf ist denn das? Nicht doof. Ich da. Also entwickelt sie ihre Kraft jetzt praktisch auch noch weiter, oder was? Weil sie kann jetzt ja scheinbar... Jetzt kann ich herausfinden, was wirklich mit Steph los ist. Also sie kann jetzt ja scheinbar durch die Augen der anderen sehen, was sie ja nun auch nicht die ganze Zeit konnte. Dann lass uns doch mal gucken, was wir hier uns alles angucken können. Wie heißen die nochmal? Don't shit on my yard. Die sind mega. Ihr Gitarrist hat nur einen Arm. Krass. Was? Wie bitte? Wie bitte, wie? Die Gitarrist hat nur... Was? Leppard? Def Leppard? Der Drummer hatte nur einen Arm. Alter, lass gut sein. Ich hab mein Busticket schon gekauft. Okay, warte. Alles oder nichts. Noch ein Spiel. Wenn ich gewinne, musst du bleiben. Wenn du gewinnst, bezahle ich dein Ticket. Du hast soeben $50 verloren. Alles klar. Okay, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch irgendwie... Becher? Ein Zahnputzbecher? Auf deinen neuen Job beim Radio. Oh, hab ich's dir nicht gesagt? Ich nehme den Job nicht an, ich ziehe nächste Woche nach Denver. Okay. Du machst was? Mhm. Mir sonst noch irgendwas? Würde halt so gerne so viel wie möglich mitnehmen. Vielleicht so ein Eimer Farbe oder so? Nee. Oder Bleichmittel? Oder keine Ahnung, was da stand. Ich konnte es nicht genau sehen. So, das haben wir. Das da hinten haben wir. Das Spiel fehlt noch. Ich muss rausfinden, warum Steph so aufgebracht ist. Ja, machen wir zum Schluss. Erstmal gucken wir uns den ganzen anderen Kram an. Also das Spiel noch und dann kommt hier der Jägermeister oder Whisky oder was das da war. Scheiß blauer Meteorit, total overpowered. Oh, ist dein Controller wieder kaputt? Wir spielen, bis ich gewinne. Dann schlafe ich heute wohl hier. Blauer Meteorit, könnte das eine Adaption sein? Könnte das eine Adaption sein von Mario Kart? Ihre Traurigkeit ist so stark. Hoffentlich kann ich helfen. Meine Damen und Herren, ich präsentiere den neuen ultimativen Kicker-Champion, Gabe Chen. Alter, du bist so ein Arsch. Jetzt muss ich für immer in dieser dämlichen Stadt bleiben. Wir wissen beide, du hättest mich besiegt, wenn du es wirklich gewollt hättest. Bullshit. Ich denke, ich weiß jetzt genug, um mir zu helfen. Wie helfen, Arsch brechen. Komm, wir machen direkt helfen. Ich kann nicht glauben, dass er fort ist. Ja. Er ist der einzige Grund, warum. Sorry, Alex. Ich komme gleich klar. Ich glaube, den Kicker machen wir zum Schluss erstmal Videospiel. Möchtest du ein paar Runden Dino Racer spielen? Könnte eine gute Ablenkung sein. Nein, danke. Gib mir einen Moment. Das hat nicht geholfen. Glaube, der... Ach, schwierig. Ich glaube, der Kicker... Ja, ich hätte jetzt gedacht, weil sie so eine... Ja, machen wir so Musik. Soll ich eine Platte auflegen? Oder so? Nee. Bin nicht in Stimmung. Auch nicht. Vielleicht etwas anderes. Oberlauf, wieso leckt denn die Übertragung plötzlich so? Was ist da denn passiert? Hallo Internet? Hallo? Okay, fängt sich gerade wieder. Kicker?
Hast du Bock auf ein Match? Na, Kicker ist doch das Letzte. Hat Gabe dir von unseren Spielen erzählt? Ah, shit. Dann haben wir doch nochmal den Drink nehmen können. Machen wir ja oder ich hatte eine Vermutung. Ich hab es mir gedacht. Naja, du lagst richtig. Ich glaube, jetzt ist kein guter Moment. Na gut. Okay. Lass uns Kicker spielen. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Kicker also hasse? Bis 5? Ja, von mir aus. Ich hasse Kicker! Benutze die ganzen Wie Schultertasten. Oft haben du und Gabe gespielt? Das war eins unserer Lieblingsspiele. Dann musst du echt gut sein. Das sieht man. Du warst in der Band, oder? Ja. Was spielst du? Drums? Wie lange hast du mit ihnen gespielt? Zu lange. Verstehe. Keine Ahnung, ob ich sie jetzt gewinnen lassen sollte, besser. Sagte er, weil sie macht ein Ding nach dem anderen rein. Hey, welcher? Der ist das. Nein! Und hier hat er richtig los. Ich hab gewonnen. 5-1. Ich bin der Beste. 5 Punkte. Hab gewonnen. Wow. Du bleibst in der Stadt. Was eine Überraschung. Ich meine, du hast dein Bestes gegeben. Ich meine, das war offensichtlich nicht mein Bestes. Nein. Ist okay. Ist ja auch nicht so leicht. Erfordert Skill, Timing und unbedingten Siegeswillen. Oh. Ist das so, ja? Okay, okay. Ohne Scheiß. Dieses dumme Spiel mit dir zu spielen, ist genau das, was ich jetzt brauche. Dann los. Okay. Also das heißt jetzt nochmal... Jetzt nochmal verschärft, oder? Diesmal werde ich mir auch Mühe geben. Also gib alles. Ich konzentriere mich. Gut. Wir wollen ja nicht, dass du abgelenkt wirst oder so. Ja, bestimmt. Nordwestband aller Zeiten, los! Ist das dein Versuch, mich abzulenken? Natürlich nicht. Das ist Kicker! Kinney, falls du es wissen wolltest. Hasse Kicker! Scheiße. Das ist ein Sieg. Diesmal habe ich mich sogar wirklich angestrengt. Okay, nicht so schnell. Alles oder nichts. Noch ein Spiel. Wer gewinnt, ist der ultimative Kicker-Champion. Ich weiß nicht. Ach, komm schon. Du weißt genau, dass Gabe auch voll dabei wäre. Na dann, abgemacht. Okay. Nochmal, Kicker. Ich hasse Kicker, Alter. Okay, jetzt geht's um alles. Dann streng dich an. Bei diesem Spiel darf man sich auf keinen Fall ablenken lassen. Absolut. Hey, sag mal, stehst du auf Frauen? Wo kommen jetzt die? Was? Warte. Beides. Ich gehe mit jeder Person aus, solange sie mein Typ ist. Was ist denn dein Typ? Ich sag's dir, wenn ich die Person treffe. Das hat mich jetzt gerade abgelenkt. Wo kam denn jetzt die Frage? Kann Lehrer sagen was? Wie überzeugt warst du, dass das funktioniert? Von 1 bis 10? So circa 3. Das ist ja mehr als 0. Waren da vorher schon immer irgendwelche Fragen? Ich bin voll konzentriert auf dieses Kicker-Spiel, Mann. Deswegen hasse ich Kicker. Bei Kicker gehen Freundschaften kaputt. Trust me. Besonders wenn er ein schlechter Verlierer ist.
Ich kenne da jemanden. Kick-Cut-Champion! Verdammte Chen-Familie! Oh. Gutes Spiel. Danke, Alex. Ich bin echt froh, dass du mich überredet hast. Das hat wirklich Spaß gemacht. Gern. Trauer ist weg. Kann das sein? Fußball. Und was machst du jetzt? Was meinst du? Na, die Scheiße mit Mac. Der lügt so krass. Eindeutig, ein Lügner muss mehr erfahren. Ich muss erstmal mehr erfahren. Ich weiß nicht, was mit Mac los ist. Was er sagt, macht keinen Sinn. Ja. Ich weiß, ich muss herausfinden, was genau an diesem Abend passiert ist. Für mich selbst und für Gabe. Du kannst auf mich zählen. Egal, was kommt. Danke. Das bedeutet mir viel. Ich muss zurück zur Arbeit. Okay. Okay. Das war schon mal eine Alternativantwort. Bis dann. Tschüss. Ciao. Mal gut. Oh, Kickern, Alter. Pff, die hätten mit sonst was kommen. Die hätten mit Curling kommen können. Ja, Curling. Ich bin sicher, dass Gabe angerufen hat. Aber hat Mac die Explosion nur ausgelöst, weil er sich an ihm rächen wollte? Ja, Dennis ist ein ganz schöner Hurensohn, Alter, wenn er das gemacht hat. Alter, da ist ein Mensch zu Tode gekommen, weißt du, und so. Also. Briefe. Alex, ich veranstalte morgen um 9 eine kleine Feier für deinen Bruder. Es wäre schön, wenn du kommst. Aber kein Druck, okay? Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Jet. Taverne Black Latrine. Es gibt kein besseres Treffen als ein Treffen mit Rings. True. Lesen. Alex, sag Bescheid, wenn du Lebensmittel brauchst. Ich bezahle. Jet. Und nochmal der Spruch mit der Black Laterne. Lesen. Alex, es tut mir so leid. Die Wohnung ist dein, solange du sie brauchst. Du weißt, wo du mich findest, falls nötig. Jet. Gib dem Barkeeper Trinkgeld. Wenn du es nicht kannst, hattest du zu viel zu trinken. Na klar. Na klar. Ja, gut. Geh nach unten. Finde heraus, warum Steph traurig ist. Hilf Steph dabei, ihre Traurigkeit zu überwinden. Geh nach unten. Okay, gehen wir nach unten. Hätte ich mir die Gitarre nochmal angucken sollen? Ich frage jetzt nochmal. Wegen der Kameraführung gerade. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Schwierig. Ein Stuhl wurde umgeworfen. Hier wieder auf. Oder so ähnlich. Ansehen. Sie haben sich ganz schön gefetzt da hinten. Hallo, Jet. Hey, das musst du nicht machen. Zu spät. Ich möchte mich entschuldigen. Im Namen aller. Wir trauern alle, aber das macht's nicht besser. Es war die Trauerfeier deines Bruders. Ihr beide habt was Besseres verdient als ein paar Idioten, die streiten. True. Max Schuld, ich weiß es zu schätzen. Ich will dir keine Schuldzuweisung machen. Ich weiß es zu schätzen. Es war ziemlich hart. Auch wenn es wohl kaum eine gute Version einer Trauerfeier geben kann. Nein, es gibt keine gute Version. Wir versuchen nur, es so gut wie möglich zu überstehen. Das war nicht die erste Trauerfeier hier. Und wohl auch nicht die letzte. Naja, wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag Bescheid. Ich rede nochmal mit Mac. Er lügt so krass.
Ich weiß nur nicht, warum. Eine Idee, wo ich ihn finde? Ja, er hilft Eleanor im Blumenladen. Such am besten dort. Okay. Dann auf in den Blumenladen. Auf nur zum Atom. Noch ein guter Rat. Atem. Du wirst vielleicht nicht die Antwort finden, die du suchst, wenn es denn eine gibt. Also, setz nicht all deine Hoffnung auf McLauden. Ist das eine Anspielung an McLeod? Das können wir eingeben. Verstehe. Es ist sehr lieb von dir, aber was soll ich sonst nur tun? Ich wünschte, ich hätte eine Antwort für dich. Aber wenn du Zeit hast, bevor du einen auf Dirty Harry machst, dann schau bei der Apotheke vorbei. Charlotte will dich sehen. Und eins noch. Den wollte ich dir die letzten Tage schon geben. Aber ich hab dich da oben nicht stören wollen. Damit kommst du durch diese Tür. Und die da oben. Dankeschön. Das ist jetzt dein Zuhause. Solange du möchtest. Krass. Krasser Dude auf jeden Fall. Was ist mit Miete? Ich will kein Schmarotzer sein. Mach dir darum keine Sorgen. Wenn es irgendwann soweit ist, finden wir dafür schon eine Lösung. Danke. Zeig's ihnen. Tiger. Handy? Ich hab keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oder war der oben? Alex, tut mir so leid. Ich hätte ihn retten sollen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hey, das war schrecklich. Das hättest du nicht sehen sollen. Ich weiß, dass du gerade eine Menge durchmachst, aber können wir uns unterhalten? Ich weiß, dass ich viel verlange, aber ich muss wirklich mit dir reden. Okay. Nee, hier wollte ich nochmal gucken. Ja. Telefon. SMS. Charlotte. Alex, es tut mir so leid. Du musst mir nicht antworten. Ich wollte dir bloß sagen. Danke, dass du Ethans Leben gerettet hast. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn ich ihn verloren hätte. Danke, es tut mir so leid. Vielen Dank. Wie komme ich jetzt zurück? Doch mit B. Ducky. Liebe Alex, es war mir eine Freude, dich heute Abend kennenzulernen. Ich hoffe, dass du in Haven ein einladendes Heim findest. Ich freue mich sehr auf unser nächstes Treffen. Mit freundlichen Grüßen, Reginald McAllister, der Dritte. Hieß der nicht McAllister in Borderlands 3? Ja, der hieß doch auch so komisch. Danke, Dagi, das ist sehr lieb von dir. Der nachher in dem letzten Teil oder in dem einen Teil von Borderlands 3 mit dem anderen geheiratet hat. Der Gedanke kam mir auch. Ja, keine Ahnung. Hey Alex, Steph hier, tut mir leid. Achso, das war das andere? Hey Alex, Steph hier. Es tut mir so leid, ich habe Gabe geliebt. Ich kann mir kaum vorstellen, was du durchmachst. Bitte ruf mich an, falls du etwas brauchst. Oh, wie süß. Riley? Alex, es tut mir so leid. Lass mich bitte wissen, falls es irgendetwas gibt, was ich für dich tun kann. Jet. Morgen, Alex, hast du meine Notiz bekommen? Ich veranstalte eine kleine Trauerfeier für Gabe heute um 9 Uhr. Falls du dich uns anschließen möchtest. Kein Druck. Danke, Jet. Ich komme gleich runter. Freut mich zu hören. Okay, dann haben wir das auch mal gelesen. So, ich wollte jetzt aber nichtsdestotrotz... Ach da, Gedenktafel. Da wollte ich... Spitzhacke. Hackespitz. Oh Mann, Bergbaugeräte muss ich echt nie wieder in meinem Leben sehen. Komisch. Ich sollte auch etwas beitragen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Und Officer Gronk, Officer Erik Range hat natürlich einen Strafzettel hier hingelegt, ne? Also. Gabe Chen, verurteilter Raser. Unmöglich, Alter. Unmöglich. Strafmandat, Angeklagter Gabriel Chen, Datum 25.10.17, Uhrzeit 18.15 Uhr. Fahrzeug, Fahrradmodell, nicht zutreffend. Ja, nicht zutreffend. Kennzeichen, nicht zutreffend. Anzahl der Passagiere, 1. Verstoß. Sitzgurt, Verstoß, Stoppschild ignoriert. Geschwindigkeitsübertretung, check. Geschwindigkeitsbegrenzung, 25, tatsächliche Geschwindigkeit, 35, Bußgeld, $80.
Kommentare des Beamten bringe den Täter zur Betragung in die Black Lantern. Echter Schlaumeier. Wurde dem Fahrer eine Kopie des Strafmandates ausgehändigt? Nein. Der Unterzeichner wurde ordnungsgemäß eingeschworen und sagt unter Eid aus, dass die auf dem Strafzettel benannte Person die obigen Vergehen begangen hat. Beamter J. Pike, Abzeichen 3746, Unterschrift des Angeklagten fehlt. Schön. Das ist gut. Sie müssen sich sehr nahe gestanden haben. Armer Ethan. Oh nein, wie grässlich. Von Gabe und Ethan. Achso. Ich verstehe. Whiskyflasche? Ich hoffe, Ducky hat die nicht alleine ausgetrunken. Mon grand. Die stammen bestimmt von Havens DJ, ganz klar. Ganz klar. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit gehabt. Achtung, Puma im Gebiet. Ja, ihr kleinen Schweine da draußen, ne? So der ein oder andere. Kuga ist nämlich Puma. Ne? Ich wollte es nur mal anmerken. Seitdem ich diese ganzen jungen Leute kenne, weiß Vielleicht ich ja... Vielleicht finde ich oben etwas, das ich der Gedenktafel hinzufügen kann. Seitdem ich wieder mit so vielen jungen Leuten rumhänge, weiß ich ja, dass da auch manchmal bei solchen Dingen auch was anderes gemeint sein kann. Gruß geht raus an zum Beispiel Bowie. Oder auch an Erik. Irgendwas, was wir... Ob ich hier oben etwas finde, das ich zu Gabes Gedenktafel hinzufügen kann? Dreckige Kleidung. Ansehen. Sich anzuziehen sollte nicht schwer sein. Und doch. Das Snowboard. Ja, legen wir das ganze Snowboard dahin. Es wäre echt toll gewesen, Gabe im Powder fahren zu sehen. Oder wie auch immer Snowboarder es nennen. Ultimativer Kicker-Champion. Das klingt ziemlich cool. Eine meiner glücklichsten Erinnerungen. Danke, Gabe. Okay, das können wir nicht hinzufügen. Das hätte ich jetzt erwartet. Gabe hat Steph wirklich viel bedeutet. Warum fragt sie dann vorher, ob sie auf Frauen steht? Und warum hat sie so komisch angeguckt? Warum entgleitet dir immer zuerst das Geschirr, wenn dein Leben auseinanderfällt? Räumen wir mal das Geschirr schnell auf. Ein Anfang. Okay, jetzt fühle ich mich ein wenig besser. Also das hat zu irgendwas beigebracht am Ende. Es gibt gerade wenig Grund zum Feiern. Der Tag mit Gabe scheint eine Million Jahre zurückzuliegen. Es ist nicht mal eine Woche her. Junge Frau, wie wäre es mal, wenn Sie hier ein bisschen aufräumen? Die Art Person, die sich wegen einem College-Aufsatz aufregt, ist zu fast allem in der Lage. Oh, das hatten wir schon. Hey, Shushu. Danke, dass du hier bist. Wie sieht denn das aus hier, Alter? Ja, schon mal, bei Frauen ist das immer so super aufgeräumt. Ach, das Foto. Vielleicht sollte ich das nach unten bringen. Ja. Wäre ich maximal dafür. Dich nehme ich mit nach unten. Aber nur, weil Vater und Mutter da mit drauf sind. Und sie selber behält dann das Halbe wahrscheinlich. Nein! Doch, oh! Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht hochgehen, ich wollte aufräumen. Aber einmal verklickt. Ja, okay, wenn wir schon mal hier oben sind. Dann gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um, ne? Trinken nochmal ein paar Bier. Ziehen wir nochmal durch. Windspiel. Ich mag Windspiel. The answer, my friend, is blowing in the wind. Bei Bob Dylan. Es hätte noch so viele Sonnenuntergänge für uns geben sollen. Die werfe ich bald weg. Ich schwör's. Mm. Keine Vögel heute. Schwierig, solche Leute
generell, die können sich davon ja nicht trennen. Gabe hat diesen Ort wirklich geliebt. Gabe war schon voll der Dad. Daddy! Du könntest auch hier bleiben. Ich hätte wirklich nichts dagegen. Super, dann wäre ich die einzige Transgender-Person in einer Stadt mit einer Bevölkerung von 4 oder so. Klingt ja toll. Danke, dass du mich nicht aufhältst. Es tut mir leid, Izzy. Es liegt nicht an dir oder der Band. Ich liebe den Scheiß. Aber ich muss das hier versuchen. Es ist einfach Zeit für etwas Neues. Ich wusste es. Ich wusste, dass das irgendwann passiert. Verdammte. Man sieht sich, Steph. Okay. Zeit für was Neues. Ja, das Gefühl kenne ich. Dann weiß man jetzt auch, wenn man eins und eins zusammenzählt, warum sie gefragt hat, ob sie auf Frauen steht. Aber ich war so geschockt in dem Moment, dass diese Frage kam. Ich wette, mit Gabe hätte sogar Golfen Spaß gemacht. Dass ich nur beides drücken, also nur Y drücken konnte. Weil, Alter, ich bin mir aufs Kickern konzentriert, ja, hallo? Nur Kickern gewinnen. Geht ja gar nicht anders. Warum in den Himmel schauen, wenn man sich stattdessen eine Skulptur ansehen kann? Wenn ich diese Skulptur, ne, irgendwo an der Wand sehe, in einem Garten oder keine Ahnung, wenn ich irgendwo eingeladen bin oder so, dann denke ich mir jedes Mal nur, Alter, ein schöner Kupferstich am besten noch. Boah, ey, das sieht so spießig aus und das fühlt sich für mich immer so spießig an. So, boah. So, dreckige Kleidung aufräumen. Ha, war doch gar nicht so schwer. Okay, heißt das jetzt, sie hat jetzt hier aufgeräumt und mehr gab's hier auch nicht, ne? Ich habe das Dingens mitgenommen. AMD, ich wünsche dir auch noch einen schönen restlichen Abend, gute Nacht, wie auch immer. Ich denke mal, man sieht sich morgen wieder. Ich habe ja gesagt, ich werde das Spiel heute Abend mit Sicherheit nicht durchspielen. So, dann geben wir das Foto mal zur Dings hinzu. Oh, ich hoffe nur, dass Twitch das alles nicht wieder stumm geschaltet hat, wenn ich es runterlade. Das habe ich auch schon gehabt. So furchtbar. So furchtbar. Ich bin froh, was für Gabes Tisch gefunden zu haben. Ich würde das schon gerne bei YouTube hochladen. Wie gesagt, Stundenfolgen oder keine Ahnung. Irgendwie sowas. Schau mal, ich mach das am Montag fertig oder so. Oder morgen Vormittag oder so. Keine Ahnung. Muss ja eh 24 Stunden warten als Affiliate. So, hat sie zu dem Foto? Nee, dachte sie hat zu dem Foto irgendwas zu sagen. War auf jeden Fall scheinbar eine gute Tat. Jet und der Bihahn. Ich kann mir den Bihahn angucken. Niemand könnte es mir vorwerfen, wenn ich meine Trauer ertränken wollte. Das ist richtig. Schnitzerei? RM und TB. Wer die wohl waren? RM und TB. Mein Nachname beginnt nicht mit einem T. Also ich schon mal nicht. Mann, ich will den Jet mir angucken, oder? Ja, jetzt. Sie? Ich kenne Jet erst seit ein paar Tagen. Aber er unterstützt mich besser als jeder meiner Betreuer damals. Ja, schön. Schiedel. Jet hat auf jeden Fall seinen ganz eigenen Stil. Ich würde es Steakhouse Chic nennen. Ja, Jukebox kommen die schon. Und so schön. Ich frag mich, was Gabe hier wohl am liebsten gehört hat. Tja. Moskau von Dingens. Komm nicht mit dem Namen. Sogar Boni M sagen, aber stimmt nicht. Genghis Khan. Hallo Menschen. Okay,
Jet meinte, ich finde Mac vielleicht im Blumenladen. Aber ich habe Zeit, in der Apotheke vorbeizusehen, falls ich will. Wirf auf deine zweitrangigen Ziele. Zu erledigen. Untersuche den Blumenladen, besuche Steph im Plattenladen, besuche die Apotheke. Wir besuchen selbstverständlich Steph in der Apotheke und Was sind denn Nachrichten? Das weiß man nicht. Fischkutter. Ein Quad. Nein, niemand wurde gefeuert, noch nicht. Wie viele Fische Ducky wohl in dem Teil gefangen hat? Woher willst du wissen, dass das Ducky sein Hobel ist? Steg. Och nee, hinsetzen. Ja, okay, komm. Gucken, was passiert. Will ich ohne Gabe überhaupt hierbleiben? In diesem Bundesstaat, den ich überhaupt nicht kenne. Und in dieser Stadt, in der ich noch nicht mal seit einer Woche bin? Nicht, dass ich irgendwo sonst hin könnte. In Portland wartet nichts und niemand auf mich. Fuck. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Eines ist sicher. Ich muss wissen, was mit Gabe passiert ist. Vorher gehe ich nicht. I wonder if I am dreaming. Everything feels so strange now. Under this old town sky. I wonder if there's still meaning in all the things I'm feeling. Should I say goodbye? Take me back. To when things were easier. Take me back to a place that feels like home. When was the Ich lass ihn mal aufstehen. Ich mag das. Muss ich wirklich sagen. Also ich mag das. Das sind schöne Momente in dem Spiel zwischendrin. Also mir gefällt das wirklich gut. Wirklich, wirklich gut. Motorräder hier. Es geht. Ja, Mom. Mein Job bei Typhon ist sicher. Einerseits gibt's die offene Straße und die Freiheit, vor meinen Problemen wegzulaufen. Andererseits die Helmfrisur. Ja. Ich weiß nicht, wann die Worte Gabe Chen und Trauerfeier aufhören werden, seltsam zu klingen. Aber noch ist es nicht der Fall. Black Latrine, heute geschlossen. 1.5. Trauerfeier für Gabe Chen. 1.5. ist sowieso ein Feiertag. Okay. Nichts schreit so laut Haven wie dieses Ding da. Achso, Minenwagen. Ich wollte gerade fragen. Ich wollte mich gerade sagen, was ist denn das? Officer Kronk! Oh, Gefühle. Er ist traurig. Gabe war noch so jung. Einfach zu jung. Ich wette, Pike hatte es in den letzten Tagen nicht gerade leicht. Hey, Pike. Hey! Wie geht's dir so? Ich bin okay, ging schon besser. Mir ging schon besser. Ja, stimmt. Dumme Frage. Hey, ich will, dass du weißt, dass ich es ernst gemeint habe. Gabe war was Besonderes. Er konnte mich selbst an schlimmen Tagen noch zum Lachen bringen. Ja, das habe ich schon von so vielen gehört. Und, wenn du bereit bist, brauche ich noch deine Aussage für die Ermittlung. Ich werde bald bereit sein, Mac ist ein Lügner. Ich werde bald bereit sein. Ich komme gern bald vorbei. Ja. Ja. Kein Stress.
Ich meine, sind wir mal ehrlich. Hätte da jetzt irgendwer anders, irgend so ein Nobody, diesen Sheriff sprechen können? Nein. Also ich glaube einfach nein. Das war schon richtig so, dass das Erik Range war. Also. Und ich hab's halt nur gelesen, dass der eine Sprechrolle da hat. Mehr nicht. Hipster können in diesen Höhenlagen also überleben. Gut zu wissen. Outfitters, okay. Bergarbeiter, den können wir mal scannen hier, den Kollegen. Ich kann nicht da rüberlaufen. Okay. General Store. So ein Schwachsinn. Es ist unser Recht zu wissen, was mit unseren Jobs ist. Ich habe Teil von 8 Jahre meines Lebens geopfert. Und die können mir nicht mal eine einfache Antwort geben? Typhon interessiert sich einen Scheiß für die Leute. Willkommen im Kapitalismus. Willkommen im Kapitalismus. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Ach, doch. Jack sagte, Charlotte will mit mir reden. Ich wollte mich gerade sagen, wo ist denn die Apotheke? Spring Festival. Nichts ist festlicher als 3 Ausrufezeichen. True. Feiert Haven. Feiert den Frühling. Frühlingsfest! Gesponsert von der Typhon Minengesellschaft. Boah, schwierig. Das ist ja schon wieder, ne? Wahlhinweise, die haben wir schon ein paar Mal gelesen. Hä? Hey. Was? Hey, was? Kumpel und Kumpeline. Oh, hier ist wieder die Friendzone. Oh, er ist wütend. Es geht. Oh Mann. Mann, raffst du's nicht? Sie steht einfach nicht auf dich. Lass es. Echt hart. Wenn ich ihm sage, dass ich ihn mag, gehen wir aus und dann trennen wir uns vielleicht. Und dann verliere ich meinen besten Freund. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Moment. Nein, was rede ich denn da? Das geht mich absolut nichts an. Puh. Wisst ihr, wie das so ist, mit der besten Freundin auszugehen? Plötzlich drehst du dich um und bist 8 Jahre mit ihr verheiratet. So kann das ausgehen. Kann. Den war wohl nicht danach, die Mine zu malen. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Jed sagte, Charlotte will mit mir reden. Okay, dann gehen wir mal hier zu Charlotte Road. Oder können wir mit den beiden noch irgendwie interagieren? Können wir dem vielleicht wirklich irgendwie helfen? Also ich würde denen ja gerne helfen. Er ist wütend, sie ist verunsichert. Also Lila ist verunsichert. Boah, Alter, lass mich das mal aufschreiben, weil ich bin ja mittlerweile auch schon ein bisschen älter. Ich kann mir das alles immer nicht so richtig merken. Einfach nur mal. Was ist denn hier? Da ist mein Kugelschreiber. So, also wir haben Lila, würde ich sagen, verunsichert, ne? Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Jet sagte, Charlotte will mit mir reden. Angst. Dann haben wir Rot. Rot ist Wut. Und was hatten wir noch? Blau, ne? Blau ist dann traurig. Blau ist gleich Trauer. Weil ich frage ansonsten noch 5-mal. Also lieber einmal, ja genau, Maus und Tastatur. Bin das Pad gar nicht gewohnt. Okay, wir gehen in Dornenapotheke. Oh, sorry. Wir sind uns schon begegnet. Du bist Gabe Chans Schwester, oder? Alex, ja. Alexa. Ich kannte ihn nicht gut, aber er hatte ein großes Herz. Mein herzliches Beileid. Danke oder so? Okay. Schauen wir in die Apotheke. Die von außen aussieht wie ein Hanf-Store. Das ist ein fucking Weed-Store. Hey, darf man das eigentlich zeigen auf YouTube und Co? Ich frag für einen Freund, der ein Schulexperiment macht. Alex, hey. Chad meinte, dass du mich sehen willst. Ich wollte bloß wissen, wie es dir geht. Ich möchte noch einmal betonen, dieses Spiel spielt in Colorado. Und in Colorado haben die sehr
weiche Gesetze, was das Thema Cannabis angeht. Ich möchte das nur nochmal erwähnen. So, ich bin okay oder ich lenke mich ab? Ich bin okay. Mir geht's gut. Ich komme schon klar. Falsche Antwort. Manchmal ist das alles, was man tun kann. Und bei dir? Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du durchmachen musst. Ganz ehrlich, ich versuche mich für Ethan zusammenzureißen. Ihm geht's schlecht. Ich habe gehört, dass es ihm echt schwerfällt. Gabe war im Prinzip wie sein Vater. Er verschließt sich. Das hat er noch nie getan. Egal wie schwer es war. Er braucht Zeit. Bleib stark. Boah, ich bin bei solchen... Also ich meine, man hat jetzt im ersten Kapitel gesehen, so bei der Wahrheit und so weiter, da bin ich ganz gut bei, ne? Aber so bei Trauersachen, Alter, da bin ich so... Da war ich noch nie gut drin. So Trost spenden und so. War noch nie so meins. Er braucht Zeit, bleib stark, ja. Er braucht Zeit. Jeder geht anders mit Trauer um. Ja, genau deswegen. Vielleicht braucht er nur etwas Zeit. Wir haben echt viel durchgemacht. Erst die Scheidung, dann der Umzug. Er hat sich noch nie so verschlossen. Ich dringe nicht zu ihm durch. Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass die einzige Person, die mir helfen könnte, mit Gabes Tod umzugehen, Gabe wäre. Was ist das? Ein Dokument von Typhon. Falls ich unterschreibe, stimme ich zu, nicht zu klagen. Für eine Abfindungszahlung. Eine hohe. Die sind ja so krass drauf. Warum sollten sie dir Geld anbieten, wenn sie nichts getan haben? Sie wollen damit ihren guten Willen beweisen. Aber du hast recht. Sie sind schuld an seinem Tod. Und damit werden sie vom Haken. Wirst du es unterschreiben? Ich weiß nicht. Ich versuche zuerst an Ethan zu denken, aber... Das ist hier eine fucking Raid-Situation. Was würdest du tun? Danke für den Raid. Würde ich Gabe damit verraten? Nimm das Geld für Ethan, lehn das Angebot ab. Also da ist die... Also erstmal danke, Richard, für den Raid. Vielen Dank und herzlich willkommen an alle Leute. Hier wird heute Storytelling Game gespielt und das wird auch die nächsten Tage noch gespielt. Ich würde das Geld ablehnen, definitiv. Du solltest das nicht unterschreiben. Es tut mir leid. Ich weiß, es ist hart. Aber du kannst dich nicht von Typhon kaufen lassen. Gabe hat den Anruf getätigt. Bis jetzt. Ich werde es beweisen. Ich brauche nur etwas Zeit. Definitiv. Danke, dass du ehrlich bist. Das war schon im ersten Kapitel. Wenn sie bereit sind, Charlotte für ihr Schweigen zu bezahlen, dann sicher, weil sie etwas zu verbergen haben. Ich freue mich, dass du vorbeigekommen bist. Sieh dich ruhig um, wenn du magst.